Servus Leute, willkommen zurück bei Watch Dogs im Part 5, glaube ich. Und ich hatte jetzt ein paar Tage Spielpause, deswegen weiß ich halt gar nicht, wo wir waren oder was jetzt als nächstes kommt, aber Ich habe das etwas für dich. kommt jetzt. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Aha, also dieser Bad Boy 17 möchte uns also treffen, persönlich. Bin ich mal gespannt, wer das ist überhaupt und wie der aussieht. Und ja, fahren wir mal hin. Was ich nochmal ansprechen wollte, ist zu meinem Mikrofon. Falls ihr nicht zufrieden seid mit der Qualität, also von meinem Mikrofon. Das kann daran liegen, weil ich das Headset benutze, was bei der PlayStation 4 dabei ist, da ich kein besseres Headset zurzeit habe. Ich hatte einen Turtle Beach, ich glaube PX21. Das ist mir leider kaputt gegangen, aber ich werde mir auf jeden Fall ein neues besorgen. Also die Quali wird sich verbessern, weil das Standard Headset, das ist nicht gerade das Beste, denke ich mal, von der Qualität her. Und ja. So, jetzt müssen wir noch hier runterkommen von der Autobahn, was mir gerade nicht so gelingt. Aber hoffe, dass es irgendwo mal runter geht. Irgendwie. Gibt's doch gar nicht. Wenn ihr zum Beispiel so Vorschläge habt, zum Beispiel, dass ich mehr Verbrechensbekämpfung machen soll oder so und ein bisschen weniger Story vielleicht oder die Story ein bisschen langsamer durchspielen soll, dann schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall. Ich berücksichtige das auch natürlich. Und ja, macht halt einfach. Ich bin immer für Vorschläge, Wünsche, bla bla bla. Bin ich immer offen. So, das sind wir, dann treffen wir uns mit Bad Boy 17. Bin echt mal gespannt, was oder wer uns da begegnet. Die mysteriöse Stimme. Aber das sehen wir jetzt. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert der Zack. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. So, müssen wir hier in die... in den Underground? Bad Boy. Was? Bad Boy 17. Bitte, was? Bad Boy 17? Clara. Clara. Du siehst nicht aus wie 17.
Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mach dir doch keine Angst. Hast du einen Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die all ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. So, unser mysteriöser Bad Boy 17 ist also ein Mädchen oder eine Frau und hat uns gerade, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, Dead Sack Hex aufs Handy geladen. Was das jetzt genau ist, habe ich gerade keine Ahnung. Auf jeden Fall tun wir erstmal ein paar Skillpunkte versetzen. Haben wir 9 Stück. Der Steel Sprint, der hört sich doch ganz gut an. Da können wir auch unbemerkt sprinten. Dann, was hört sich denn noch gut an? Vielleicht der Kugelwiderstand, dass wir ein bisschen mehr aushalten. Dann schauen wir nochmal beim Hacken rein. Was gibt's da so? Machen wir mal das Gegner-Kommunikation stören. Damit können wir die Gegner ein bisschen verwirren und sie dann niederschlagen. Denke ich mal. Hey. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst Clara. Deine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich rein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Ey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Nährungsmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Ist das? Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wirst es so wohl gerne. Komisch. So, müssen wir uns jetzt hier reinschleichen. In... keine Ahnung. Schalte ich jetzt mal so gut wie alle Gegner aus oder versuch's zumindest nicht. Ohne dass jemand das merkt.
möglicher Sichtkontakt. Ich schau mir das mal an. Verdammt. Jetzt wird das Ganze ein bisschen offensiver, denke ich mal. Also Watch Dogs, habe ich gemerkt, geht man ziemlich schnell drauf, wenn man nicht in Deckung geht. Da das Leben einfach sehr schnell runter geht, wenn man getroffen wird. Was ich bis jetzt so gemerkt habe. So. Mit Viereck, also mit dem Profiler, lässt sich dann aufspüren, wo der Kasten ist. Der Schaltkasten dafür, für die Tür. Der wäre dann hier. Und dann kommen wir rein. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys. Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. So, und hier machen wir einen kurzen Cut. Und im nächsten Part fangen wir dann mit dem Einbruch an. Bis im nächsten Part.